Ich wollte mich bei den Bürgerinnen und Bürgern heute vorstellen. Ich war sehr neugierig, was die bewegt, was die mich fragen. Und natürlich möchte ich mich auch tief in meine Wählerschaft reinfühlen können, was die denkt, was die fühlt, was die bewegt. Und das hat mich heute getrieben. Ich habe heute gelernt, dass der Münchner Süden eigentlich von den ganz großen Themen wie Flüchtlingsmigration nicht geplagt ist oder besorgt ist oder betroffen ist. Ich habe heute gelernt, dass der Münchner Süden zutiefst sich für Bildungsfragen interessiert und dass diese Frage, gibt es eine gute Bildung für die künftige Generation, für die Kinder, für die Enkelkinder, ein Schlüsselthema ist. Und ich habe hier etliche Gäste kennengelernt, die selber Projekte machen auf dem Gebiet der Bildung und sich engagieren als Bürger. Heute war der Michael Käfer da. Was hat Sie an dem heute am meisten beeindruckt? Michael Käfer hat mich eigentlich seine unternehmerische Qualität gekoppelt mit seiner persönlichen Bescheidenheit beeindruckt. Ich kannte ihn nicht. Er war persönlich bescheiden und professionell in seinen Antworten. Und ich glaube, er macht eine gute Kulturarbeit in seinem mittelständischen Unternehmen. Sie machen jetzt schon viele Monate Wahlkampf. Wie hat Sie dieser Wahlkampf persönlich verändert? Eigentlich gar nicht so arg. Höchstens, dass ich wieder, wie sagt man so neudeutsch, Full Speed unterwegs bin und dass ich das gut kann. Die Menschen sollen zuerst mal sehen, dass der Thomas Sattelberger sehr persönliche Standpunkte hat zu Themen, dass er leidenschaftlich ist, dass er sich einsetzt, dass er kein Interesse hat, einer dieser vielgescholtenen Berufspolitiker zu werden, sondern dass er versucht, mit seinem Charakter auch die Politik ein Stück zu prägen und vor allem, dass er keine Lust hat, seine Zeit im Parlament abzusitzen, Diäten zu kassieren, sondern dass er wirklich was bewegen will. Es kam, dass ich einiges schon von Herrn Sattelberger gehört habe und ja, und gesagt habe, okay, das machst du. Ich habe, glaube ich, habe es noch nie sowas gemacht, aber ich finde ihn als Person sehr, sehr interessant, sehr, sehr spannend und wenn ich hier so ein bisschen unterstützen kann dadurch, dass ich da war, dann ist es mir eine Freude gewesen und ist mir eine Freude. Das Thema Bildung habe ich sehr, sehr berührt, war sehr, sehr spannend für mich, aber auch generell schon der Anfang, dass es eben Leute gibt, die aus der Wirtschaft kommen, die eben viele, viele Jahre in der Wirtschaft gearbeitet haben, die wirklich die Praxis kennen. Das ist eigentlich das, was mich am meisten fasziniert an ihm. Und darum hoffe ich auch, dass er dieses Mandat gewinnt und uns im Bundestag vertreten wird. Er wird kein Hinterbänkler sein, sondern wird seine Meinung dazu geben. Und das ist gut und solche Leute brauchen wir auch. Und was sicherlich auch bei ihm eine ganz großartige Geschichte ist, dass er auch in den Bundestag geht aus Passion raus, dass er das auch noch aus irgendwelchen wirtschaftlichen Gründen macht, weil ich glaube, er könnte sicherlich sich das Leben jetzt auch einfacher machen und damit wirklich mit Leidenschaft irgendwie was bewegen möchte und das sind die Menschen, die wir in unserem Land brauchen.